Wald auf der Suche nach Wildkräutern, die ich verkaufen könnte. Dann hat mich jemand angesprochen. Hey, Reisender, hierher, hat er gerufen. Und so dumm wie ich war, ging ich zu ihm. Dann sagte er, das ist nah genug, zog seine Waffe und griff mich an. Ich war unbewaffnet und er hatte es leicht. Er schlug mich zu Boden, trank mein Blut und ließ mich liegen. Er dachte, ich würde sterben, aber ich starb nicht. Das glaube ich zumindest. Es fühlte sich wie Sterben an. Ich blieb lange an der Stelle liegen und bin so froh, dass kein Wolf oder Bär mich gefunden hat. Als die Nacht vorbei war, kroch ich zurück auf den Weg, wo mich eine Gatschin-Karawane fand. Sie sahen, dass ich noch lebte. Zwar war das Erste, wonach sie suchten, der Inhalt meiner Taschen, doch als sie merkten, dass der eh schon leer war, schon eine ganze Zeit sogar, hatten sie Mitleid mit mir und nahmen mich mit zurück in die Stadt. Auch wenn meine Wunden versorgt wurden, ging es mir nicht besser. Irgendetwas war in mir. Es brannte und quälte mich mehrere Tage. Dann, eines Nachts, wurde es plötzlich besser. Ich hatte keine Schmerzen mehr, doch dafür Durst. Ein Katschid der Karawane blieb bei mir, um sich um mich zu kümmern. Ich war noch ganz in Trance, als ich bemerkte, dass ich ihn getötet hatte. Das wollte ich nicht, das war nicht meine Absicht. Ich spürte nur diesen unglaublichen Durst und musste etwas trinken. Es ist, als ob mein Körper von alleine gehandelt hätte. Als ich realisierte, was ich tat und was ich getan habe, bekam ich Panik. Ich lief aus der Tür, wusch mir am Kanal die Hände vom Blut sauber, lief nach oben, über den Marktplatz und an den Wachen vorbei, raus aus der Stadt. Ich musste weg, irgendwohin. Ich hatte kein Ziel und lief einfach nur. Ich lief nach Norden, als dachte ich, dort gäbe es eine Antwort für mich. Doch eine Antwort habe ich nicht gefunden. Der Durst war gelöscht, doch wusste ich, dass er wiederkommen würde. Ich hatte mir das nicht ausgesucht, doch jetzt war es so. Nachdem ich zwei Nächte im Wald verbracht hatte, in einer verlassenen Bärenhöhle, hörte ich in der dritten Nacht eine Stimme, die mir sehr bekannt vorkam. Er sagte etwas zu seinen Dienern. Ich weiß nicht mehr genau was, aber ich weiß noch genau, was ich gerufen habe. Und zwar, hey Reisender, hierher. Ich dachte, er würde mich töten, wenn er mich sieht, um das zu vollenden, was er angefangen hatte. Das war mir auch nur recht. Ich konnte nirgendwo mehr hin. Er hat mich in ein Monster verwandelt, dachte ich damals. Doch als er mich sah, war er freudig überrascht, mich zu sehen. Er sagte, er hätte nicht gedacht, dass ich so stark bin und es überleben würde, was er mir angetan hat. Er sagte, die Götter haben noch etwas anderes mit mir vor und dass es einen Grund gibt, wieso ich noch atme und lebe. Er hat mich willkommen geheißen im neuen Leben. Er hat mich in die Arme geschlossen, als wäre ich seine Tochter. Dann führte er mich zu den anderen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Darum sagte ich nichts. Ich fragte nichts. Ich ging nur mit ihm. Denn das war der einzige Weg, der mir noch blieb. Wo die anderen sind, kann ich euch nicht sagen. Was danach passiert ist, darf ich euch auch nicht sagen. Aber ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, eure Frage beantwortet. Was werdet ihr jetzt mit mir anstellen? Was? Ihr wollt mich laufen?